Hallo und Glück auf, heute ein kleines Video. Ich möchte bei einigen Völkern mal oben reinschauen, wie es aussieht. Habe ich jetzt länger nicht gemacht. Bei allen geht es nicht. Hier zum Beispiel bei Veronika. Die haben ein bisschen Futter bekommen. Das Gras guckt noch raus, was sie aus Schwimmhilfe bekommen haben. Ja, die sind jetzt dabei, die Sarge auszuputzen. Da können wir nicht oben reinschauen. In der Mitte wird es auch schwierig, weil die haben keine Folie. Ja, aber mal so bei ein, zwei oder drei Völkern können wir mal oben reinschauen. Für eine Durchsicht heute oder so ist das Wetter mir zu unbeständig. Die Bienen fliegen zwar, aber es kann immer hier jetzt jeden Augenblick ein Schauer kommen. Wir haben dunkle Wolken am Himmel und da möchte ich jetzt nicht in die Bienen gehen. Und daher schaue ich bloß mal oben rein. Es hat auch noch Zeit. Die Frühjahrsdurchsicht ist gleichzeitig bei mir die Vorbereitung auf die Honigräume. Es sei denn, mir würde jetzt was auffallen, dass mir irgendwie ein Volk merkwürdig vorkäme am Flugloch, dann würde ich auch reinschauen, um zu gucken, was ist da los, ist da alles in Ordnung. Aber solange die am Flugloch, ja, die Fluglochbeobachtung mir sagt, es ist alles okay, die Völker sind in Ordnung, schaue ich nicht rein. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Wetter passt und die Weide schön blüht und Tracht reinkommt. Ja. Hier ist Sophie schön eifrig. Ja, jetzt schauen wir mal oben rein bei einigen. Wir fangen auch gleich mit Sophie an. Ja, ich gehe vom Flugloch weg. Schauen wir mal, wie Sophie, ja. Sophie ist oben, trägt Futter wahrscheinlich noch unten. Sophie ist auch noch richtig schön schwer. Ja, sehr schön. Machen wir wieder zu. Gehen wir mal hier rüber. Antons, können wir auch mal reinschauen. Erstmal Stein runter. Ja, bei euch stehe ich jetzt mal kurz vom Flugloch, da müsst ihr durch. Nur ein kurzer Blick mal oben rein. Ja, sieht auch gut aus. Die haben auch noch reichlich Futter. Ein paar Ameisen laufen mit hier rum, aber das ist nicht weiter dramatisch. Das ist nicht so schlimm. Ja, die tragen wahrscheinlich auch Futter nach unten. Ja, ich gehe jetzt rüber. Rein. Ja, die Weide könnte langsam losgehen. Schauen wir kurz mal. Wir haben hier ja zwei Weiden stehen. Und ja, hier das eine, man sieht, wird langsam gelb. Hier drüben, da könnte die erste beginnen, die erste Weide. Meine sind immer, ja, wenn meine blühen, blühen die meisten Weiden hier. Aber es gibt ein, zwei, die fangen eher an. Ja, hier haben wir erst eingesehen. Da schauen wir heute nicht rein. Das haben wir im letzten Video gemacht. Die lassen wir in Ruhe. Ja, schauen wir hier mal rein. Ui. Die sind auch oben vertreten. Futter haben die mehr als genug. Ja, machen wir wieder zu. Das ist das Schöne an der Folie, man kann mal schnell schauen. Ah, hier ist Selina sehr eifrig. Selinas Großmutter war eine Carniga, die auf der Belegstelle begattet wurde. Die habe ich mal von einem Imkerkollegen erhalten. Wie auch Beatrice, also die B19. Die habe ich auch von einem Imkerkollegen bekommen. Uiuiuiui. Ja, also mit einer Hand hätte ich jetzt den Deckel hier nicht zu bekommen, ohne zu viele zu erquetschen, weil die kamen alle raus an der einen Stelle. Und daher musste ich erstmal Besen holen und kehren und gucken und dallen, dass die da nicht, ja, dass da nicht so viele erquetscht werden. Das möchte ich ja nicht. Da drücke ich lieber mal kurz Pause. Ja. Schauen wir noch bei euch. Dreien zumindestens. Fangen wir mit Victoria an. Victoria ist nicht das stärkste Volk, eher eins der schwächsten dieses Mal. Sah es anders aus.
Aber die sind ja auch oben auch. Wabengassen werden begangen. Also nicht voll besetzt oder so begangen. Es wird Futter geholt. Ja, Futter habt ihr in Hülle und Fülle. Ihr wurde an manchen Raubzug beteiligt im Frühling. Und habt eure Vorräte leider da so wieder aufgefüllt. Hat mir nicht so gefallen. Hat euch auch meiner Meinung nicht so gut getan, ja. Schauen wir mal hier. Bei Lorena. Das ist eine Lutz-Eckert-Königin, die auf der Annaburger Heide war. Genau, machen wir vorsichtig auf. Auch hier das Problem, dass die Bienen rausgekrabbelt kommen. Das zeigt mir, ich muss das erstmal wieder ein bisschen verkreuzt aufsetzen und Pause drücken. Ja. Ja, das ist der Nachteil, wenn die Folie undicht ist. Bei dir kann das nicht passieren. Hoffe ich zumindest. Schauen wir mal. Auch hier, die sind oben und holen sich das Futter nach unten wahrscheinlich. Vielleicht haben sie auch oben eine Brutwabe besetzt. Weiß ich nicht. Werde ich jetzt auch nicht nachsehen, ja. Zack, machen wir weg den Ast. Ja. Sehr schön. Sieht das aus, die Bienchen fliegen und sammeln. Aber es kann jeden Augenblick anfangen zu regnen. Da kommen sie dann alle wieder nach Hause. Pollen wird gesammelt, Wasser wird gesammelt. Ja, sehr schön. Die Völker sind eifrig. Ja, jetzt schauen wir noch schnell zu Cassia. Cassia ist immer noch nicht geschiedet. Wollte ich erst am Mittwoch machen, ist aber dann doch nicht geworden. Ich hatte keine Zeit. Ja, so ist das manchmal. Daher muss Cassia noch ein bisschen warten mit dem Schieden. Ich hätte sie doch gleich mitschieden sollen mit Luana hier hinten. Mit der 1,5 was hätte ich da echt zusammen machen sollen. Aber naja. Okay. Da gehen wir mal noch kurz zu Cassia. Ja, Cassia fliegt auch ein bisschen. Sehr schön. Ja, schauen wir mal oben rein bei Cassia. Wir haben zwar jetzt keine Folie. Dran klopfen, das hätte mir jetzt nicht passieren müssen. Schauen wir mal kurz oben rein. Uiuiui. Uiuiuiui. Vorne ist stark vertreten. Ich mache es wieder ein bisschen tippen. Das war's auch schon zu meinem kleinen Video. Ich werde jetzt reingehen. Der Bienenflug nimmt, glaube ich, auch wieder ein bisschen ab. Wird wieder weniger. Ja, Cassia mache ich beim nächsten schönen Wetter. Da muss immer ein bisschen das Wetter passen. Weil sonst macht das keinen Spaß. Weder mir noch Cassia. Und Cassia ist auch sehr temperamentvoll. Wenn da das Wetter nicht stimmt, schlägt sich das auf der Laune nieder. Bei manchen anderen Völkern ist das nicht so hier wie bei Luana. Da kann man immer rangehen im Prinzip. Da merkt man fast keinen Unterschied. Oder auch hier bei der B19, also die Holzkiste in der Mitte hier. Die sind auch immer sanftmütig. Die lassen sich viel gefallen sozusagen. Aber Sophie daneben, wenn da das Wetter nicht stimmt, ja, da werden die richtig zickig. Und da lasse ich die lieber in Ruhe. Und Cassia ist wie Sophie, sind ja auch miteinander verwandt im Prinzip. Und daher mache ich das später. Okay, da verabschiede ich mich jetzt. Lasst gern ein Däumchen da, wenn euch das Video gefallen hat. Einen Kommentar. Ansonsten danke ich euch fürs Ansehen. Bleibt gesund. Bis bald.